Hallöchen, meine Lieben. Wie versprochen, gibt es jetzt hier eine kleine Abendbotschaft, Tagesbotschaft, Abendbotschaft, egal. Ja, hier geht es darum, einfach mal nicht auf die Liebe explizit zu schauen, sondern eher so auf allgemeinere Themen. Einfach mal zu gucken, ja, was zeigt sich gerade? Gibt es da vielleicht auch was, wo ich selber an mir irgendwie noch arbeiten sollte? Wenn wir mal ehrlich sind, gibt es das ja immer, aber. Ja, in dem speziellen Fall ist vielleicht ein besonderes Thema wichtig. Und ja, da wollen wir jetzt mal einfach so hinschauen. Wichtig ist, das Ganze einfach mal als Botschaft an das Kollektiv zu sehen. Das heißt, wenn du da betroffen bist, wenn du eine Resonanz spürst, solltest du vielleicht mal genauer hinhören. Und ansonsten nimm dir gerne mit, was dir weiterhilft, was sich stimmig für dich anfühlt, wo du dich wiederfindest und. Ne? Ganz wichtig, wenn du Interesse hast, mit mir vielleicht mal eine telefonische Legung oder persönliche oder auch eine SOS-Beratung zu machen, schreib mich gerne an über WhatsApp oder meine Homepage. Alle wichtigen Daten dazu findest du unten in der Videobeschreibung oder eben auf Karten legen, Mareike, meine Homepage, ne? Ja, und dann ist es ganz einfach. Eine SOS-Beratung ist ein Audio, da geht es um konkrete Fragen, ein, zwei, drei Fragen vielleicht. Zum Beispiel, wird er sich melden, hat er eine andere, kommen wir nochmal zusammen, was weiß ich, in die Richtung, konkret, ne? Und da bekommt ihr dann von mir ein Audio. Alles andere ist also entweder persönlich oder telefonisch. Aber die Preise und alles findet ihr auch auf meiner Homepage. So, mein Haselänchens, jetzt geht's los und wir wollen auf allgemeine Themen schauen. Ja, was ist jetzt gerade zum Jahresanfang wichtig als allgemeines Thema, was dich angeht? So. Und zwar hier jetzt nicht die Liebe, ganz klar einfach mal gucken. Was ist jetzt wichtig hier? Was will sich zeigen? Ja, wie immer würde ich mich natürlich auch über so ein Däumeli nach oben freuen, ne? So als kleine Wertschätzung, da gebt ihr mir ganz viel mit und ja, es ist kein großer Aufwand für euch, ne? So, jetzt geht's los. Wir schauen, was möchte das Universum, das Orakel, die Akasha-Chronik, ich sage ja immer, Namen für irgendetwas müssen wir ja irgendwie geben, aber jeder hat da so seine eigenen Begrifflichkeiten, denke ich mal so, ne? Es gibt jetzt hier nicht das richtige Wort. So, da gibt es ja einiges zu erzählen, ne? Seht ihr alles? Mal eben, ja. Okay, und jetzt geht's los. Ach ja, gleich zu Anfang des Jahres geht es bei dir um eine Entscheidung. Das kann auch in beruflicher Hinsicht sein, ne? Und guck mal. Also die erste Karte direkt die Wege. Das heißt, du stehst entweder vor einer Entscheidung, die du selber treffen musst, oder du wirst dahin geführt, sagen wir mal so, ne, dass es unumgänglich ist. Hier hat eine männliche Person, spielt da auch noch eine Rolle. Musst du mal schauen, ob da am Arbeitsplatz vielleicht auch ein Vorgesetzter ist oder. Aber dieser Mensch, ne, der steht, also da, der ist wirklich ein. Ich würde sagen, ein feiner Kerl. Also er meint echt nicht böse mit dir, sondern scheinbar sieht dieser Mensch etwas in dir, was er nicht in jedem sieht. Und jetzt möchte ich nicht gleich wieder auf die Liebesschiene gehen hier, sondern es geht wirklich hier um diese Verbindung. Guck mal, der Hund zeigt einfach, ja, diese. Ihr wisst doch alle, zumindest die, die schon mal einen Hund hatten, die wissen doch einfach, was für eine loyale Verbindung man da einfach hat oder wie tief diese Verbindung auch gehen kann, ne? Und ja, hier geht es eben um Loyalität, um Ehrlichkeit, um ja, Freundlichkeit, ja, und einfach darum, Mensch, da meint es jemand gut mit einem, ne?
So, also in dieser Situation bist du da und auf dieser Grundbasis her musst du auch oder wirst du auch eine Entscheidung treffen. Das Ganze ist noch ein bisschen im Unklaren, also mach dir noch keinen Kopf, wenn du denkst so, hä, da ist doch noch gar nichts. Also bei mir ist irgendwie alles berufsmäßig klar und eigentlich gibt es da nichts zu entscheiden. Nein, es liegt hier noch im Unklaren und es kommt Holterdiepolter auf dich zu. Also beobachte das Ganze erstmal einfach bitte, ne? Es könnte übrigens auch eine größere Firma, eine Behörde etc. pp. Sein, was da auf dich zukommt, beziehungsweise diese berufliche Geschichte. Du bist hin und her gerissen. Guck mal, es ist so ein kleiner Neuanfang für dich, ne? Wir sehen hier das Kind, das ist aber auch oft so ein Signal, ey, sieh das Ganze hier mal nicht mit so einer erwachsenen Ängstlichkeit. Oh, wenn ich das entscheide, dann passiert das. Hier habe ich aber meine Absicherung und da lasse ich das los. Sondern versuch mal da so ein bisschen mit, ja, einfach mit dem Herzen aus dem Moment dran zu gehen und ja, mit deinem Gespür, was du hast, ne? Hin und her gerissen, habe ich schon gesagt. Finanziell sehe ich da gar nicht Einbußen oder sonst irgendwas, sondern ja, das sehe ich weder noch, ne? Es liegt ja eigentlich ganz positiv, als ob finanziell da so ein bisschen was Positives auf dich zukommt. Aber ich würde es jetzt nicht überbewerten. Ich würde da eher sagen, also da liegen keine Verluste. Meiner Meinung nach wird das Ganze hier auch festgemacht. Sollte das hier nicht auf das Thema Beruf gebaut sein, das Ganze hier, ne? Möchte ich hier mal eben noch eine Klärungskarte ziehen, weil wir haben ja gesagt, es ist hier ein allgemeines Reading. Und jetzt wollen wir mal gucken, ja, das wissen wir schon, hier kommt was auf dich zu, und zwar im positiven Sinne. Das Ganze könnte auch mit Freundschaft zu tun haben. Das heißt, dass du dir da vielleicht die Frage gestellt hast, wie loyal, wie ehrlich da jemand aus deinem Freundeskreis oder engerem Kreis ist, ne? Und so, ja, dass du dir da einfach auch unklar warst oder dass eine Beziehung nicht ganz klar war, ne? Hast dich vielleicht, guck mal, es könnte sogar sein, dass ihr euch so irgendwie distanziert habt, nicht mehr so oft gesehen habt. Familie wäre auch möglich, ne? Nicht mehr so oft gesehen habt. Also irgendwas ist mit dem, hat nicht mehr ganz so geklappt mit dem aufeinander zugehen. Und wenn scheinbar sehr instabil, ne? So, also diese Verbindung, dieses Gefühl, was vorher da war, war irgendwie nicht mehr da, ne? Da sind anscheinend auch nein! Jetzt kippe ich mir hier und natürlich die ganze Deko. Mehr ist es denn wahr? So, also, ne? Also wir sagen ja, ich sag ja allgemeines Reading, ne? Da kann ich jetzt, muss ich auch allgemeiner bleiben. Möglich ist also halt auch entweder der berufliche Aspekt oder in der freundschaftliche, familiäre Aspekt. So, ziehen wir aber nochmal ein Kärtchen hiervon. Vielleicht kriegen wir nochmal genauere Infos. Mein liebes, gutes Orakelchen, gibst du mir denn noch ein Kärtchen? Nein, ich kriege zwei. Dankeschön. Ach so. Oh, huiuiuiuiui. Also es geht hier einmal um die Seele und dann um den Lichtblick. Das heißt, was auch immer Anfang diesen Jahres auf dich wartet, ne? Spricht zum einen deine Seele an, das heißt, es ist wirklich auch wichtig für deine Seele, vielleicht zum ersten Mal, wird deine Seele im Vordergrund stehen, das, was sie ruft, was sie möchte, und zum anderen zeigt sie dir einen Lichtblick. Du siehst ja hier das Fenster und wie das da durchscheint, ne? Dieser Lichtstrahl, ne? Also, am Ende des Tages kommst du doch wieder zu dir, meine Gute, und du wirst auch wieder in der Lage sein, da ganz klar deinem Gefühl zu folgen und zu sagen, wenn es nicht bist schon, ne? Hey, ich habe zu dieser und dieser Sache das und das Gefühl und ich mache das so und so, ne?
Und überhaupt nicht mehr im Zweifel. Jeder zweifelt mal, ne? Also das ist Quatsch, wenn ich jetzt sagen will, du wirst nie wieder zweifeln. Jeder zweifelt mal, aber eben mit so einem Grundvertrauen in sich selbst, ne? Weil man sich eben bewusst ist, wer oder wovon man wirklich ein Teil ist, ne? So, dann, was wir hier noch haben, zur kleinen Abendbotschaft, ne? Du wirst ja eine Verbindung aus Gefühl her eingehen. Das heißt, du wirst einem Menschen begegnen oder bist ihm schon begegnet, der erstmal so ein bisschen eine raue Schale hat. Ich will nicht sagen, das ist voll der Brummbär, aber vielleicht ist er auch so ein ganz gerader, der so sehr glatt ist, wo man so gar keine Ecken und Kanten erstmal. Aber wo man sieht, ey, da ist irgendwas hinter. Oder eben, er ist nach außen erstmal sehr, ja, standfest, meine Güte, hab ich heute Sprachfehler, da träumt der Führer von. Sehr materialistisch eingestellt, wie erstmal wiegt er auf den ersten Blick, können verschiedene Sachen sein, ne? Aber du bist da sozusagen der Nussknacker, diejenige, die es da schafft an der Stelle, dass dieser Mensch doch so ein bisschen, ja, das verletzlich Weiche nach außen kehrt, ne? Komm, da ziehen wir noch eine Karte raus. Sag ich, das lassen wir uns Sonny nehmen. Komm, komm da mal. Das will ich wissen. Eine Karte Orakelchen kriegen wir. Ach, okay, was ist das denn hier? Nochmal. Na, da ist sie doch. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt. Jetzt kommt. Und was zeigt sich hier? Die Spiritualität. Tja, habt ihr noch Fragen, gute Freunde? Tja, ich würde sagen, da ganz, du wirst durch deine Spiritualität und durch, die er ja auch hat, jeder Mensch hat die ja, ne? Wirst du ihn zu seiner wiederführen? Das wird eine spannende Sache, Pippi. Das wird eine spannende Sache. Du, ich würde mich total freuen, wenn du den Kanal hier abonnierst, ne? Und sagst, ach komm, guck ich mir doch noch ein paar Videos mehr an von der Guten, unterstützt die ein bisschen, ne? Für mich ist das ganz viel. Und bedeutet das ganz viel. Ja, und wenn du mich hier so ein Stückchen weiter begleitest und ich dich begleiten dürfte, das wäre eine tolle Sache. Und ich danke euch wie immer für alles, für eure Wertschätzung, für eure Unterstützung, für eure Nachrichten, für alles. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!